Hi Leute, hier ist wieder Sony Sechsfinger und ich befinde mich hier am Fuße des Turmes, der in letzter Zeit ganz schön für Aufregung gesorgt hat. Grund dafür? Dieser Flyer hier. Meet us there steht drauf. Triff uns dort. Ja, aber wen denn? Und vor allem wo? Hunderte von Leuten haben sich schon auf den Weg gemacht, um dem rätselhaften Flyer hierher zu folgen. Auf den Zetteln ist die Rede von einem noch ungeöffneten Bunker, der alte Schätze aus der Zeit vor dem großen Feuer bergen soll, und von einer Siedlung am Fuße des Turms. Doch bevor man auch nur in die Nähe kommt, muss man erstmal an einer Straßensperre der neuen Roten Armee vorbei. Ich begrüße euch, Reisende. Bitte kommen Sie langsam näher, bleiben Sie auf dem Weg. Denk an die Waffen. Lassen Sie Ihre Waffen geschult oder gesenkt. Jeder einzelne Neuankömmling wird zunächst aufs Gründlichste überprüft. Serviert. So, wen darf ich melden? Colonel Nikolai Kazakov vom Bunker Zürich Nord. Ciao. Ja, wir haben gefunden einen Zettel, wo drauf steht, hier sein Siedlung und der Bunker. Siedlung reicht dann. Wir sind auf Suche nach Ersatzteilen für Fahrzeug. Und das ist bei ihm geblieben, ungefähr 50 Meilen von hier. So, der nächste bitte. Achtung, ist auch leer. Was die Reisenden hier suchen, ist unterschiedlich. Aber eins haben sie alle gemeinsam. Ja, wir haben diesen seltsamen Zettel gefunden. Ja. Und irgendwann ist es ja so, ich bin Händlerin. Irgendwann ist dort, wo man gewesen ist, nicht mehr zu holen. Auf viele profitable Informationen zu stoßen. Du bist hier in der wunderbaren Siedlung am Schieferbruch, dort wo der Turm steht, den du gesehen hast. Deswegen bist du hier, oder? Sicher? Was willst du hier? Wir haben Leute, du bist touristisch hier. Wir haben Papier. War so Papierfetzen, hat der Wind hergeweht. Ja. Wir haben so einen Zettel gefunden. Was für ein Zettel? Ja, da stand drauf. Hier gibt's Zeug. Zeug? Wie? Was denn für Zeug? Ja, das Übliche. Bist du begeistert? Was erwartest du? Was willst du als allererstes tun, wenn du dein Gepäck... Alter, ich will Alkohol, ich will Noten und ich will Blackjack. Sehr gut, sehr gut. Und ich will den Arsch sehen, der die Broschüre gedruckt hat. Ja, das will ich auch. Wenigstens gibt's gleich eine kleine Aufmerksamkeit der NRA. Ein Zeichen der Begrüßung. Ein Stück C. Oh nein, wie kann ich das jemals wieder gut machen? Für Besucher, wir haben sprottende Möhren und Lab. Die Siedlung selbst scheint auf den ersten Blick nichts Besonderes zu sein und von einem Bunker keine Spur. Wie fast überall findet man hier eine Bar und einen kleinen Handelsposten. Immerhin gibt es auch einen Computerterminal und eine Bibliothek. Frage an die Siedlungschefin Alexandra Petrova. Was ist hier eigentlich los? Diese ganzen Flyer, wegen denen die Leute alle da sind, sind die von euch? Nein, wir sind selber diesen Flyern gefolgt und haben diese Siedlung hier gefunden. Als wir angekommen sind, war der Bunker offen. Die Bunkertür war offen für jeden von uns. Allerdings durften nicht alle hinein. Was uns nicht bekannt war, dass die Anzahl der Menschen, die reingehen können, auf 200 beschränkt war. Der Bunker hat eine riesige Stahltür. Die hat von alleine verriegelt. Im Nachhinein haben wir erfahren, dass es im Bunker ein Leck gab und radioaktive Strahlung ausgetreten ist. Viele der Siedler haben sich verändert. Hat es schon immer so ausgesehen? Immer bestimmt nicht. Strahlung ist etwas sehr Gefährliches. Manche sind ohne großen Schaden davon gekommen, andere haben sich nur äußerlich verändert. Und dann gibt es welche, die verrückt geworden sind, die wild sind, die sich benehmen wie Tiere. Trotzdem finden sich schnell einige mutige Söldner zusammen, die versuchen wollen, durch den Keller einen Eingang in den Bunker zu finden, um diesen von Ghulen und Wertsachen zu befreien. Was meint ihr, was euch da unten erwartet? Ghule, 2, 3, wir wissen nicht. 2, 3, ich dachte, da sollen Hunderte da unten sein. Aber wenn Hunderte wird schwierig, dann muss ich mit Machete loslegen. So, es sieht so aus, als würden wir gleich in den Bunker gehen. Hinter mir machen sich die Leute schon fertig. Rödeln sich an, checken nochmal ihre Waffen durch, bevor es dann runtergeht, wo es dann auch vermutlich ziemlich dunkel ist und natürlich total gefährlich. Weil die sind noch tot, oder? Ja. Down there.
Gelohnt hat sich der Einsatz nicht wirklich. Doch schnell wird klar, dass die Ghule nicht die einzige Bedrohung sind. Lass mich durch, bin für das Beste. Es gibt ja nicht nur Ghule, ich habe auch von Raidern gehört, die hier die Gegend unsicher machen. Scheint doch kein sicherer Ort zu sein, oder? Ja, die Raider. So, Medic ran! Unten Medic ran! Eine wilde Bande. Die versuchen immer wieder, Leute von uns zu überfallen. Aber da wir Unterstützung bekommen haben von der NRA, ist das Lager sehr sicher. Wenn sie sich da mal nicht getäuscht hat. Tatsächlich geht aber die größte Gefahr von innen aus. Eine Gruppe Reisender ermordet einen Siedler. 3, 2, 1, Schuss! Die Situation eskaliert. Welch schreckliches Szenario. Und die Spannung. Anscheinend ist die NRA dabei und alle möglichen Siedler, den letzten Kreuzzug zu töten. Wir wissen nicht genau, warum. Maske, die setzen gerade ein. Ich lege auch meinen Mantel ab, dass ihr seht, dass ich nichts habe. Und ihr auf mich, das Feuergefecht war völlig sinnlos. Ja? Wir wollten keinen von euch angreifen, weder verletzen oder töten. Ihr habt eins von uns mit einem Messer von hinten niedergestochen. Das ist ein Einsatz. Den Ursprung der mysteriösen Flyer habe ich nicht gefunden. Aber wer ihnen folgt, findet genau dasselbe wie überall. Dreck, Strahlung und natürlich jede Menge sinnlose Gewalt. Und das war mittendrin statt nur dabei mit Sony Sechsfinger. Gerüchten zufolge soll es geheime Verhandlungen zwischen der Armee des Stahls und der neuen Roten Armee gegeben haben. Abgesandte beider Fraktionen trafen sich angeblich auf neutralem Territorium, um die Einzelheiten eines Zwischenfalls zu ergründen, der sich in der Nacht zuvor ereignet haben soll. Diplomatischen Vertretungen der beiden befeindeten Armeen in Angel Falls haben sich zu diesen Gerüchten noch nicht geäußert. Reisende Boten haben berichtet, dass Paradise City, eine größere Siedlung nördlich von Angel Falls, vollständig zerstört worden ist. Aus Botenkreisen verlautete, der genaue Hergang der Ereignisse sei nicht bekannt, aber die Stadt sei nur noch eine rauchende, strahlende Ruine und die Postzustellung dorthin sei eingestellt worden. In den nächsten Tagen soll wieder ein großes Jugger-Turnier stattfinden. Das beste Team gewinnt ein Preisgeld und natürlich darf und soll auch gewettet werden. Jeder kann mitmachen. Mannschaften können sich bei der Freak Legion anmelden. Außerdem wird es Samstag und Sonntagabend wieder Cagefights geben. Anmeldung und weitere Infos ebenfalls bei der Freak Legion. Jeden Mittag um 12 Uhr öffnet der Mittagsmarkt von Angel Falls seine Pforten. Rund um den Handelsposten können Stände aufgebaut und Waren getauscht werden. Wer gute Geschäfte machen will, sollte sich den Mittagsmarkt auf keinen Fall entgehen lassen. Das Wetter in Angel Falls und Umgebung. Teils sonnig, teils wolkig und windig, bei sommerlichen Temperaturen. Gelegentliche Staubstürme und radioaktiver Niederschlag sind zu erwarten. Nachts kühl. Die weiteren Aussichten, keine Ahnung, aber vermutlich genauso wie bisher.